Weiter geht's mit Rise of the Tomb Raider. Wir müssen die Jonah befreien. Was gibt's noch da? Oh. Neue Schrotflinte ist freigeschaltet. Rucksack. Da hat es noch irgendwie etwas. Da bin ich nicht, gut. Ich muss Schutz suchen. Überall liegen Tote um. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Und da raus, da. Jetzt kann ich entweder oben durch oder unten. Hier mal oben. Ist der schneller Weg. Wahrscheinlich ist es sicher die Frage. Oh genau. Hoi. Ich wollte eigentlich das oben rein schmeissen. Ich bin mir halt so. Es geht auch. Jonah muss irgendwo da oben sein. Sie verstehen. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein,
aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Wir das verhindern. Nicht einmal Leder oder so. Jetzt mal aufpassen, ich könnte jetzt Feindaktivitäten haben. Spuren. Ja. Ist doch ein neues Tier. Verdammt, sie sind überall. Vorsichtig vorgehen. Ein Holz brauchen. Ja. Feuer einstellen. Es ist nur ein Reh. Wir sind nur Zeuge. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Wie viele Daumen sind? Bis jetzt zwei, hä? Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte... Oh, Scheiße! Ja, nix, hä? Achtet aufs Gebüsch, sie könnte überall sein. Ja, Stecker. Heilig Luft, ja, bitte. Dann geht's weiter. Was machen? Dann muss auch die Treibstofftanks vernichten. Sorry.
Ja, okay. Glaube ich, wenn noch etwas versteckt ist. Zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer ich zu sagen, Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Okay, das ist auch drin. Drei Stück kann ich gefällt. Sie sind weg, hä? So, nehmen wir die mal ein. Oh, da ist noch Leder. Geblutet. So. Dass da irgendwo wieder Benzin hat oder so. Muss ich die Luft jagen. Shit.
Nebel zu treffen. Ui. Ja, da kann man viel. So ein bisschen vorsichtiger. Shit. Voll Amateur. Ich meine, es ist nur mehr einer. Ich habe das alles ausgelöst. Es sind doch gar keine Fehlchen. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Einige. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Wir erreichen das Ziel. Das ist besser. Jetzt sehe ich ihn nicht. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht, aber Sie haben befohlen, alles zusammenzupacken. Also dürfen wir bald abziehen. Bleibt ihr jetzt da, oder? Zuerst so. Ja, so. Check. Die nächsten zwei. Ich könnte mit Büchse anlocken. Der Flasche gehen. Oder ich mache gerade das Molotov. What? Noch dritte. Scheibe. Zum Glück habe ich den nicht gesehen. Aber ich schaffe es sogar alle drei zusammen. Zu heiß läuft sie so mit Alex. Funktioniert.
funktioniert. Er geht drüber. Ein altes sowjetisches Schild. Endlich bin ich auf 3. Es hat jetzt gedauert. Da muss ich anlegen. Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Das ist schon nicht schlecht. Die kommt immer wieder zum Einsatz. Jetzt das Basislager. Also da haben wir durch. Hey. Glück habe ich jetzt ein Atemgerät. Ich hoffe, ich habe das noch. Do you hold anything?